Gentlemen, heute sprechen wir darüber, was bei uns Männern 2023 in puncto Frisuren da oben auf dem Kopf so los ist. Im letzten Jahr habe ich euch ein wenig Inspiration gegeben für das Thema Frisuren 2022 und auch so eine leichte Prognose abgegeben. Und ich habe mir das Video gerade nochmal angeschaut und muss sagen, dass ich mit meiner Prognose und meiner Inspiration ganz schön gut im Rennen lag. Falls euch das Video nochmal interessiert, schaut es euch gerne an. Heute gibt es aber weniger Inspiration, sondern wir schauen uns an, was die Experten sagen. Was für Frisuren sind 2023 bei uns Männern eigentlich angesagt? Naja, es sind weniger Frisuren, sondern es sind viel mehr Richtungen, die vorgegeben werden. Und ich gebe natürlich auch meinen Senf dazu und sage, ob ich mit dem mitgehe, was die Experten sagen, oder halt eben nicht. Die Experts sind sich auf jeden Fall einig, in 2023 sind lange Haare auf jeden Fall weiter voll im Trend. Und ich muss euch sagen, Leute, dem stimme ich auch voll und ganz zu. Während der Pandemie und der damit verbundenen Lockdowns haben sich halt viele Männer ihre Haare lang wachsen lassen und haben dann gemerkt, hey, das sieht ja ganz nice aus, und haben die Haare dann einfach nicht mehr abgeschnitten. Und egal, ob es jetzt lange Haare sind, die offen getragen werden als Half Ponytail oder als Man Bun zusammengebunden, die Männer haben einfach gesehen, hey, lange Haare können auch bei uns nice aussehen und werden sie auch in 2023 noch rocken. Curls, curls, curls for the girls. Leute, auch die Locken bleiben im Jahr 2023 voll im Trend. Und dem stimme ich auch voll und ganz zu. Nicht nur die Curls lieben die, das wollte ich sagen, sondern ich glaube, dass grundsätzlich die Locken bei der jungen Generation einfach absolut im Trend bleiben. Wenn man so schöne Locken auf dem Kopf hat, die Seiten dazu etwas kurz, vielleicht auch noch einen leichten Fade da drin. Leute, das sieht auch einfach richtig, richtig nice aus, kann man nichts anderes zu sagen. Und ob natürliche Locken oder Dauerwelle, Locken tendieren halt immer dazu, relativ schnell auszutrocknen. Und deshalb brauchst du bei Locken auch passende feuchtigkeitsspendende Pflege, wie zum Beispiel einen passenden Conditioner und auch ein Haaröl. Und wenn es um das Thema Styling geht, da versuchst du halt deine Locken so richtig schön herauszuarbeiten und den Locken passende Sprungkraft und Glanz zu verleihen. Und da kommst du einfach nicht an dem Go-To-Produkt vorbei, und zwar der Hair Defining Cream. Mit der Hair Defining Cream kannst du einfach deine Locken richtig schön herausarbeiten, die Sprungkraft herausarbeiten, die gibt deinen Locken gleichzeitig einen leichten Halt und spendet auch ausreichend Feuchtigkeit, damit deine Locken einfach nicht austrocknen. Falls du auf der Suche bist nach passendem Styling oder Pflegeprodukten für deine Locken, schau in die Infobox rein, ich habe da alles verlinkt. Weiter geht's mit Britpop-Frisuren. Die bekannteste Frisur ist dahingehend wohl der Britpop-Pony. Ist eine richtig nice, coole Frisur, die man aber auch tragen können muss. Ja, kann man das so sagen? Ich glaube schon. Auf jeden Fall ist es eine super Frisur, um zum Beispiel auch Geheimratsecken zu kaschieren. Wichtig nur bei der Frisur, dass man wirklich ordentlich Textur in die Haare reinbekommt, dass die Frisur auch richtig nice zur Geltung kommt. Ich finde die Frisur richtig nice, glaube aber nicht, dass die Frisur im Jahr 2023 so mega krass hier in Deutschland bei den Männern ankommen wird. Wichtig ist nur bei dieser Frisur auch noch, dass man, wenn man den Pony trägt, einfach so ein bisschen den Pony kürzer trägt, weil ansonsten wird es, glaube ich, ein bisschen nervig. Aber mit der Aussage gehe ich nicht mit, auch wenn es eine richtig nice Frisur ist. Als nächstes wurden von den Experten mittellange Frisuren erwähnt, die 2023 voll im Trend sein werden. Und auch mit der Aussage gehe ich voll und ganz mit. Ich habe es eben schon erwähnt, während der Pandemie haben sich halt viele Männer die Haare lang wachsen lassen. Und aus den langen Haaren werden jetzt eher so mittellange Haare, denn viele Männer bringen jetzt einfach so ein bisschen Schnitt rein, bringen ein paar Stufen rein in die Haare. Und dementsprechend glaube ich auch, dass 2023 viele Männer mittellange Haare tragen werden. Dahingehend wurde als Trendfrisur übrigens der Bro Flow genannt. Ist eine richtig nice, lässige Frisur. Viele Celebrities machen das vor, wie man die Frisur tragen kann. Das ist zum einen halt eine sehr lässige, lockere Frisur. Und zum anderen kann diese Frisur auch, je nachdem wie man sie stylt, sehr elegant aussehen. Auf jeden Fall eine mega Frise, wenn man die passenden Haare für den Broflow hat. Ich habe eben gesagt, dass viele Männer sich während der Pandemie die Haare am lang wachsen lassen und jetzt ein bisschen mehr Schnitt reinbringen und dementsprechend mittellange Frisuren rocken. Dem stimme ich auch voll und ganz zu. Aber ich glaube, dass auch genauso viele Männer gar keinen Bock mehr haben auf lange Haare und sich sagen, weißt du was, jetzt nehme ich einfach wieder eine zeitlose Kurzhaarfrisur, weil ich keine Lust mehr habe auf die Pflege etc. Ist auch vollkommen nachzuvollziehen, ja, und völlig verständlich. Ein Paradebeispiel steht gerade vor euch, denn so eine Kurzhaarfrisur ist einfach wesentlich einfacher in der Handhabung. Im Styling kann man da einfach ein Stück weit mehr machen. Und so ein klassischer Quiff, muss man auch ehrlich gestehen, sieht auch immer gut aus. Ich bin zwar kein Verfechter von Pauschalaussagen, finde ich auch immer ein bisschen schwierig, aber ja, was
was soll ich sagen, so ein klassischer Quiff, kurze geschnitten, ist einfach eine Bank. Und es gab noch eine Aussage, die will ich nicht unerwähnt lassen an dieser Stelle, und zwar, dass unnatürliche Farben bei uns Männern im Jahr 2023 out sein werden. Ich muss sagen, das sehe ich nicht so. Ich glaube halt, dass der Trend von platinblonden Haaren oder auch von anderen Farben weiterhin in 2023 bestehen bleibt. Auf jeden Fall noch für Q1 und Q2. Wer weiß, vielleicht zieht der Trend sich auch noch komplett durch bis zum Ende des Jahres. Auf jeden Fall glaube ich, dass auch unnatürliche Farben in diesem Jahr weiterhin von vielen Männern auch im Zusammenhang mit einem Buzzcut gerockt werden. So Leute, das war meine grobe Richtung, wie es frisurentechnisch bei uns Männern 2023 aussehen wird. Falls ich auch noch mal ein bisschen ins Detail gehen soll, frisurentechnisch zu der jeweiligen Richtung, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Und schreibt auch bitte gerne mal in die Kommentare rein, wie es aktuell bei euch auf dem Kopf aussieht. Habt ihr aktuell lange Haare? Wollt ihr wieder kurze Haare? Wie sieht es aktuell bei euch da oben auf dem Kopf aus? Ich bin sehr gespannt, was ihr da schreiben werdet. Und falls euch an dieser Stelle jemand einfällt, der auch mal dringend mal wieder eine neue Frisur benötigt, teilt natürlich auch lieben gerne mein Video mit ihm. In diesem Sinne wünsche ich euch eine miese Frise im Jahr 2023. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.